Leute, willkommen zurück zu einer neuen und unfairen Folge Resident Evil 4. Wir sind... Was stand da gerade? Ah, ich kann wieder hochfahren. Nee, ganz sicher nicht. Ich will nicht zu diesem Vieh. Ja, wir sind jetzt hier in Kapitel 4.2. Was schon ganz schön gut ist. Und jetzt sind wir in das Reinschiene. Hier habe ich einen. Okay. Ein Aktenkoffer XL wäre halt auch nicht mal schlecht. So. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Ich habe sau wenig Platz. Was ist denn da los? Theoretisch eine Waffe kaufen. Also nicht nur vom Geld her, sondern auch vom Platz. Warte mal, was können wir da? Was haben wir da? Schrotgewehr wäre auch gar nicht was. Striker. Sturmgewehr halt Automate. Das ist zu leicht, aber dafür habe ich nicht weiter. Ich kann mich nicht verkaufen. Ja, guck mal. Is that all, stranger? Und hiervon habe ich 6 Stück. Is that all? Thank you. Ganze Schachbrett. Was zur Hölle? Wie viel Scheiße habe ich denn eigentlich? What are you buying? Warte. Is that all, stranger? Mal gucken, ob das überhaupt reinpasst. Ja, es passt rein. Easy. So. Warum habe ich dafür nur... Leute, wieso steht da 10 Schuss? Warum habe ich dafür nur 10 Schuss? Moment. Hallo? Vielleicht ist auch irgend... Habe ich... Ist dieses... Weißt du, das ist halt das Problem jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Sturmgewehrmunition jetzt nur dafür ist oder auch vielleicht dafür. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass es auch dafür, weil sonst bringt mir das einen Scheiß, dieses Gewehr. Da wäre schon wieder mal ein Fehlkauf gewesen. Ja, geil. Ja. Nein. Schuss hat und vor allem das dann schnell schießt, was denn nicht nur so eine langsame Weise. Wie jetzt zum Beispiel hier dieses andere Sturmgewehr, was eigentlich ein Scharfschützengewehr ist. Nein. Was? Hier schau wieder ein Händler. Hier kommt gleich irgendwas Schlimmes. Welcome. Dieses Spiel musste die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe. Was? Was für ein Spiel? Was? Was hat das gemacht? Alter! Der hat mein Inventar leer geräumt! Hä? Was ist das denn? Was ist denn das? Kopfschüsse bringen mehr Punkte. Okay, da versuche ich mal auf den Kopf zu treffen. So, 200. Die gehen auch nicht weg. Was? Ah! Was? Hä?
Was passiert jetzt, Alter? Ich hatte ihn doch gerade noch angeknallt. Wie viel Glück kann man denn haben? Der hat dann direkt mir in die Fresse kurz gesprungen. Weil er kurz Lust halt drauf hatte. Alter! Ich glaube, 20 von 25, okay. Was hat das? Was? Das ist aber jetzt nicht der richtige Weg, oder? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Was soll ich denn aber dann lang? Ah, hier lang wahrscheinlich, oder? Ja, offensichtlich, ne? Oh, ich hätte meine Waffen nachladen sollen. Okay, gut, kann ich noch. Ja, guck mal, TMP, alle 0 Schuss. Da hab ich kein 100 Schuss, what the fuck. Reicht für ein Magazin. Geil. Und wir versuchen einfach mal alles nachzuladen. Hätte mich auch sehr gewundert. Okay, let's go. Weil hier, das sieht echt nicht sicher aus. Ja, das war wieder. Was passiert jetzt? Noch Gegner. Ja, schon gerade die größte Fehler, den wir noch gemacht haben. What the hell? Warum?
suchen. Ich bin sieben Scheiben tot zu sein. Also fern Vorteil. Jo, Alter, da komme ich ja nicht mal rüber. What the fuck, der lebt doch? Was ist das? Hallo? Aber die bitte Leiter. Also kann ich natürlich nicht springen. Hier, warte mal kurz, da komme ich doch gerade her, oder nicht? Nee, warte mal kurz, den snipe ich kurz weg. Ruhe. Es gibt immer noch keine Ruhe, irgendwo ist noch einer. Wieso kann ich da vor allem nicht runterspringen? Also ein Weitersprung ist das jetzt auch nicht. Leon, Mann. Ich weiß ja nicht, was dir bringen würde, aber hey, du könntest immerhin darüber. Was ist eigentlich hier? Kann ich auch was machen? Stimmt. Ja, aha. Was passiert jetzt? Hallo? Ja. Danke, dass du mir das jetzt sagst, Spiel, was jetzt passiert ist. Da muss ich es wohl herausfinden. Ich gehe jetzt wieder da zurück, wo die Welt gedreht oder so. Ach du Scheiße. Wo ist Dynamit? Wo ist mein Dynamit? Ich hab mal kein Dynamit. WTF. Das ist Clickbait. Ach warte, kann ich das gleich hier hin platzieren? Dieser Stein ist so spät im Weg, ja tatsächlich. What the fuck? Das zündet ja einfach mal direkt so. Das merkt er bestimmt. Aber jetzt macht doch die Scheißfresse auf. Danke. Aber was ist das denn? Hier sieht es aus wie ein Bosskampf. Das sieht einfach nur aus wie ein Bosskampf. Das ist einfach nur ein Bosskampf. Was? Das sind zwei? Und die sind. Das sind. Das sind zwei von diesen L-Gigante. Was ist das? Darüber ist aber der andere gar nicht so froh, tatsächlich. Ich dachte, er wäre darüber glücklich. Das ist nicht so.
Nein. Aber das bin ich jetzt auch nicht mehr, oder? Kann ich das nochmal aktivieren? Nein, kann ich nicht. Fuck, gegen den muss ich kämpfen. Ich weiß halt nicht, wie ich gegen den kämpfen soll. Versuch's mal mit einer Handgranate. Weil ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Das ist vielleicht wieder normale Elter-Gänse, aber das sieht ja schon anders aus. Halt. Muss ich, dass ich den vielleicht einfach nur viel Schaden zufügen muss, dann legt er sich hin und dann kann ich ihn attackieren. Oder so. Ich glaube nicht, dass er ihn... Oh, das ist wieder zu. Warte, vielleicht kann ich den doch wieder aktivieren. Da ist doch was. Hier bin ich mal dran. Oh, okay. Oh mein Gott. Ich muss wahrscheinlich auch im richtigen Zeitpunkt aktivieren dann. Das Gerät ist blockiert, ich kann es nicht bedienen. Oh Gott. Alle Hoffnung ist weg. Ich habe mich gerade so gefreut, dass ich dich betätigen kann, aber es geht nicht. Ja, alles klar. So, wirft mich einfach in ein Quicktime-Event rein. Ist okay. Nee, ganz ehrlich, ist okay. Ja, doch, da oben ist was. Da oben ist ein Parasit. Gerät blockiert, bitte. Ah, weil der Wasser wahrscheinlich drauf stand oder sowas. Nee. Ja, werde diese Riesen. Achso, ja, stimmt, weil sie nur einer ist. Aber es war mal, aber sagen wir zwei. Der erste ist ja direkt in die Lara reingefallen. Alter. Highground, du Bitch! Das wollte ich nicht. Das ich bin wortwörtlich in die Arme gefallen. Soll ich denn dann wirklich auf den Rücken schießen? Das geht ja gar nicht, außer vielleicht mit dem hier. Wenn ich dann direkt runter, also hier runter gehe und dann halt von hinten direkt den Abfall. Also sonst habe ich echt keine Ahnung. Ich mache den dann lieber auf der Hölle. Ah, der verliert auch so Blut, also denke ich mal, so kann man den auch besiegen. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich den besiege. Ich habe echt keine Ahnung. Schön, seit hier sagen, er ballert drauf und ich bringe absolut keine Ahnung. Zumindest wird der so nichts probiert. Wow! Alter, ist der schnell. Warum ist das Gerät bitte blockiert? Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Was? Wo ist es blockiert? Würde ich das gerne echt blockieren. Boah, das ist eine richtige Sau.
Guck mal, es passiert einfach gar nichts. Der ist ja nicht mal beeindruckt davon. Hä, was soll das denn? Ich weiß, das ist ein Boss, aber trotzdem. Bisher müsste da doch wenigstens mal eine Katze hingelaufen sein, dass ich ihn oft gesprochen habe für diese Katze. Ne? So zweite Farbe oder so. Es ist dumm. Es ist total dumm. Als ob die leer ist. Ist nicht so. Ma. Alter, der Bastard schüttelt immer daran. Schnelle Schusswaffe. Ich merk's gerade. Mann, ich weiß nicht, wie ich gegen den vorgehe. Muss ich echt mal wissen, wie man den besiegt, Alter. Nö, das ist ja total lächerlich. Und wenn er jetzt kommt, draufschießen, dann bin ich ja so am Arsch. Werbung, ich komme. Hä? Hä? Man kann sein, dass ich den falschen Golem am Leben gelassen habe. Ich glaube nämlich irgendwo schon. Töt mich mal. Ja. Bei ihm hat er nämlich den anderen Golem und den kann man da easy anschießen. Ich habe wahrscheinlich den falschen Golem einfach noch da. Das soll da nicht da bleiben oder was? Ja, das ist ja total zufällig gemacht, also Capcom, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich. Ja, fick dich! Das ist dein scheiß Problem und das ist immer blockiert, ja. Das kann man nur einmal aktivieren. Oh doch! Man muss einfach nur oft genug draufschlagen! Los! Brauche ich aber schnell her, Highlighting. Hallo, hallo. Danke. Ja, Alter. Zum Glück bin ich noch am. Das ist ja. Wäre ja sonst echt mega dumm gewesen, wenn man den immer irgendwie im richtigen Boden da leben lassen muss. Oder so, keine Ahnung. Das wäre ja richtig beschissen gewesen. Nein, die sind einfach genau gleich. Dann weiß ich auch wiederum, warum sind es dann zwei? Warum dachte ich, dass der Frau gut dann brauchen wir zwei in unser Spiel hat? Bitte treff einfach. Aber bitte nicht mich! Man hat gar nichts gemacht. Oh, natürlich. Wow! Also zum Glück habe ich zwei Knöpfe gehabt, während ich, weil ich geschossen habe, Alter. Das war mega knapp. Are you out of your goddamn mind?
nachladen. Nett. Ich treffe einfach gar nichts, Junge. Aber das ist so. Ich kann meine Kamera einfach selber nicht drehen, so. Also, es gibt keinen. Doch, man kann die treffen, man kann die drehen immer. Nein, der macht irgendwas. Wie er sich einfach in den reinrollt. Alter, zum Glück habe ich da jetzt keinen Schaden bekommen. Was the fuck? Der rollt sich einfach mitten in den Rhein. Anstatt sich wegzurollen, rollt er sich in den Rhein. Na bitte einfach schnell genug nach. Gut, sehr gut. Ich wollte, dass er das macht. Also beziehungsweise ich wollte das nicht, aber. War mir echt egal. Oh. Haha. Kletter. Oh mein Gott, ich hab fast heruntergedrückt, Alter. Ich habe auch gar keine Granaten mehr. Und er hat mich getroffen, oder was? Hauptsache, ich ziel auf ihn drauf. Leon! Den Schlag hast du so verdient, Alter. Also ganz ehrlich, wenn du in den Rhein läufst, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ich will nicht die Karte aktivieren. Ich checke, aber ja, was soll ich jetzt noch machen? Game over oder was? Ich würde hier gerne eine Granate finden. Oder halt sowas in der Art, aber gibt's hier einfach nicht. Gibt's gar kein Loot hier. Bei dem ersten Elf-Agente-Boss gab es wenigstens da so Granaten oder ja Heilspray gab's auch noch, aber. Glaube ich auch noch eine Blendgranate. Oder eine Handgranate, weil ich denke auch keine, ja. Voll schnelle Schusswaffe, die ist genauso langsam wie die Sniper. Doch eine Sturmgewehre, what the fuck? Warum hat er da ein Zielfernrohr? Irritiert mich halt echt total. Ich muss meine Shotgun nachladen. Das will ich jetzt auch machen. Wehe! Ja, okay, mega. Als ob das den Scheiß ausmacht, ob ich den da, ob ich den mit der Shotgun abschieße. So, ja, ist halt passiert. Kein Blut. Oh, alles klar. Wo ist der? Oder? Ich glaube, ich habe ihn gut gehittet. Aber er lebt halt, ist halt immer noch nichts passiert, leider. Und das hängt immer noch fest, das regt mich jetzt auch auf. Ich verfolge jetzt die Strategie. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich war ein dummer Bett, ich war ein dummer Kampf, aber. Ja, okay, gut, ich kann zum Glück klettern. Nee, der stirbt doch jetzt nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ein drittes Mal muss ich noch treffen. Das darf nicht wahr sein. Ey, ich habe kein Heil-Item, ich habe keine Heil-Items mehr. Ist gut. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe gar keine Werfdinger mehr wie Granaten oder so und auch keine Heil-Items mehr. Ich kann nur noch auf ihn drauf schießen. Das ist so behindert.
Oh, ist das dumm. Warum hat er den warum muss ich den dreimal? Komm schon, beim ersten Mal okay, der war auch nicht so stark. Ja, ich muss immer hier hochrennen, dann runter rasen und dann kann ich ihn gut treffen, weil sonst kann ich den absolut nicht gut treffen. Weil er direkt hinter mir ist, die Alte. Der bewegt sich ja jetzt schon. Und da kenne ich die Animation langsam. Alter, was ist das denn für ein Psycho? Oder warte, habe ich noch eine andere Waffe? Nein. What the fuck? Oder hätte ich da jetzt auch hochklettern können? Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder wegrennen muss. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir. Ja, okay, das ist eigentlich die ganze Zeit. Aber da habe ich sie gerade kurz an die Kette gesehen, der wahrscheinlich nicht umsonst dran ist. Wir mögen wahrscheinlich nicht so viele Leute. Der wird immer gehasst. Weil er so asozial ist. Und ich kann es echt verstehen, du bist echt asozial. Junge! Wie viel willst du noch aushalten? Schießt doch schon die ganze Zeit. Alter, mein ganzer... Oh, what the fuck? Mein ganzer Schuss ist danach weg. Alles ist weg. Alles ist weg danach. Ich bin gar kein... Ja, nicht mehr in den Tag, aber wahrscheinlich dann aus dem Rocket Launcher reinlaufen. Oh ja, ziel die Tür an, genau. Das wollte alle, dass er die Tür anzieht. Das mache ich übrigens nicht. Das macht er einfach von selber. Der zielt dahin, wo er will. Da habe ich vielleicht noch Shotgun. Ja, ich will raus. Oh, fuck. Ja, das muss ich auch wieder meine Waffe wechseln. Lass mich doch meine Waffe wechseln. Da hat man immer noch versperrt. Ja. Wird doch hier halt. Jetzt weg. Ey, wenn das jetzt aufgeht. Das ist traurig. Wo zielst du auch hin? Du sollst ihn anzielen. Mit Auto-Aim wäre das Spiel so erfrischend, ne? Aber das gibt's hier gar nicht. Oder gibt es das hier? Da ist mir jetzt auch egal. In 3 habe ich das aktiviert gehabt, aber dann kann ich auch nicht mehr erzielen. Dann zählt das in einer. Jetzt geht er einfach irgendwo hin, wo er halt gerne hinzielen will. Wenn er nicht auf den Golem zielen will, dann zielt er halt auch mal auf die Tür. Egal, ob es dir was bringt oder nicht. Immerhin. Du weißt jetzt, wo du eine Tür hast, wo du aber nicht raus kannst, weil du gegen den Boss kämpfen musst. Leon, das bringt einfach trotzdem nichts. Ja, danke, dass du wieder irgendwo einfach hinzielst. Und dann zielt er auch noch so langsam. Wird er wenigstens schnell zielen? Ey, jetzt muss er doch langsam mal wieder umfallen. So oft wie der jetzt, so oft wie ich den jetzt gerade anschieße, also ganz ehrlich. Weil der gar keinen Sinn. Ja, ich versuch's immer wieder mit der Shotgun, aber das bringt eh nichts. Geiles Zieltempo, oder? Schon echt erfrischend. Ich hab meine Pistole gar nicht. Ja, meine Pistole ist fast leer! Und dann weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll, wenn ich keinen Schuss mehr in der Pistole habe. Vielleicht draufsnipen oder so, ja gut. Da kann ich gleich zweimal auf den drauf schießen, dann ist der schon bei mir, weil das so lange noch dauert, um nachzuladen. Das ist doch krank, der Kampf, Alter. Ja, dreh dich mal schneller um, bitte.
Ach so, immer noch nicht, ja, okay. Ich hab nur noch 7 Schuss, jetzt bitte, jetzt verreckt doch endlich. Alter, der will echt nicht mehr. Der will echt mich töten, also der will auch gar nicht sterben, der ist voll entschlossen dazu, mich jetzt zu töten. Ich schade, wenn er es hinkriegt. Echt schade, wenn er es hinkriegt, wollte ich sagen. Oh mein Gott, der letzte Schuss! Fall um, du Bastard! Und weh, ich muss noch mal was machen. Und weh, das war's jetzt nicht. Du verreckst jetzt. Was ist denn das? Geht doch einfacher. Oh, er ist tot. Ich wollte gerade schon sagen, wenn der jetzt nicht tot ist, weil der letzte hat auch nur 3 Hits gebraucht. Beziehungsweise hier waren das absolut nicht 3 Hits. Da muss ich lang. Holy shit, Alter. Junge, war das insane, der Kampf. Ich habe einfach, guck mal, ich habe noch für die Shotgun und für die Sturmgewehrschuss. Sonst habe ich für gar nichts Schuss. Also tatsächlich wären mir jetzt gerade Schuss statt diese PTAs echt lieber gewesen. Also ich weiß nicht, wie mit dir ausspricht. Hier gibt es eine Brandgranate. Danke, der hätte ich gerne im Boss gebraucht. Oh, aber das Trap, der geht noch weiter. Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg erschaffen. Oh, ein Rätsel. Oh nein. Oh. Und auch noch mit den Bastard-Viechern oder was? Ich hab keinen Schuss mehr. Warum ist denn dieses Spiel eigentlich so unfair? Capcom, was ist da los? Spielt auf leicht. Ist irgendein Schalt. Ja. Du stehst doch nicht davor und denkst dir so, ja, okay, nee, drück ich mal nicht. Ach du Scheiße. Nein. Verpiss dich doch mal. Tritt. Oh ja, kein Schuss mehr. Als wenn. Es ist eine Blendgranate. Du bist so ein Cheater. Blendgranate heißt blenden. Dich blenden zu einer Millisekunde und dann bist du wieder fit oder was? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich werde die ganze Zeit rumgekickt. Fick dich doch am Arsch. Ich meine, der leckt mich doch am Arsch. Was heißt, fick dich auch mal am Arsch. Was ist denn das für eine Scheiße? Wer hat sich das ausgedacht? Capcom, ihr seid doch Psychos. Ab. Niemand mag Insekten. Und ich komme da nicht weiter. Mion ist zu blöd. Ja, und das muss ich noch aktivieren. Ach, leck mich am Arsch. Leck mich einfach am Arsch. Leck mich, verpiss dich. Ach, nochmal welche. Oh, das war ja so. Wollte ich um mit. Verpiss dich. Hau auf mich an zu kotzen, Mann. Lass mich da jetzt durch! Ja, drücken! Ja, und diese Tür hat sich jetzt geöffnet. Da muss ich jetzt nur lebend wieder zurückkommen, was wahrscheinlich eh nicht klappen wird, weil da so viele sind. Ich werde jetzt schon attackiert. Ich bin gerade aus der Kasten raus. Beruhigt euch mal.
Und jetzt guckt er dahin. Guck zum Schalter. Ja, laut zum Schalter wieder zurück. Ich könnte jetzt so kotzen. Ich könnte so kotzen, Mann, sind das nervige Gegner. Ach du Scheiße. Sind drei. Verpiss dich! Ich will übrigens da rausgucken und nicht da rein, Mann, Leon, Alter. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Im sechsten kannst du so schnell rennen. Im sechsten bist du so ein Parkour-Genie, Alter. Und da kann jeder von euch so schnell rennen. Und hier sind sie alle langsame Bastarde. Hey, die Gegner sind noch da. Bitte, beeil dich mal. Ja! Hä? Ich dachte, das hält jetzt die Viecher auf. Irgendwie, dass da vielleicht eine Tür oder so ist. Nö. Die Fliegen bleiben oder was? Was ist da? Ich dachte jetzt gerade schon, wenn es jetzt nichts bringt. Weiter geht's im nächsten Part von Resident Evil 4 und ciao.